Hallo Leute, der Sorero hier. Mal wieder eine neue Folge Crossout. Irgendwie nervt mich das Spiel einerseits und andererseits lässt es mich nicht los. Und ich merke das auch an Kommentaren. Ich kriege von manchen Leuten wirklich, wirklich tolle Kommentare mit bleib dran, mach weiter, deine Videos sind toll. Und sogar solche Sachen hier. Da hat nämlich, eine Sekunde, das war, hier ist das. Da gibt es ein, kann man suchen, Help Sorero, ja, da hat sich einer die Mühe gemacht, Sacktreffer, und hat, entschuldigt, wenn ich ab und zu mal schniefe, ich bin gerade ein bisschen erkältet, irgendwie schleicht mich, zumindest meine Nase läuft manchmal, dass ich denke, was ist denn jetzt los, der hat sich die Mühe gemacht, ein Auto zu bauen für mich, ja, und ich habe das natürlich, also das muss man natürlich sich einmal runterladen. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig umgebaut. Also beziehungsweise ich habe hier die drei Schrotflinten dran gemacht, die ich habe. Also ich habe nur zwei blaue und eine solche. Ja, und sonst habe ich das Auto so gelassen und ja, habe schon ein klein bisschen, wir holen einmal kurz hier noch das Ding hier ab, ein klein bisschen Erfahrung mit sammeln können. Noch nicht super viel, aber ja, mal gucken. Wir müssen, können mal gucken. Schieße erfolgreich 5 Raids mit einer Schrotflinte ab. Das können wir mal machen. Schließe 7 Gefechte in Missionen mit einem Geschütz ab. Störe 50 KI-Fahrzeuge und Raids mit einer Schrotflinte. Wir haben ja jetzt Schrotflinte, dann können wir erstmal ein bisschen Raids fahren. Ich bin nämlich, nehmen wir mal das Ding hier, ich bin nämlich vom Gefühl her nicht so der Schrotflintentyp. Irgendwie bin ich bis jetzt mit Schrotflinten nicht so richtig klargekommen, weil man sehr, sehr nah ran muss. Logisch. Weil die auf Entfernung halt wirklich keinen Schaden machen. Und ja, das ist so ein bisschen schwierig vom Gefühl her. Oder zumindest mein Gefühl mit Schrotflinten. Da sind wir. Wo sind wir denn gestartet? In der Mitte? Auch interessant. Haben wir auch noch nie gestartet. Ja, da kommen sie. Du musst halt mit Schrotflinten dicht ran. So. Also der meint halt einfach rammen und dann durch. Das war jetzt auch nicht so schwer. Und das ist vom Gefühl her oft, ja, in Raids bist du tatsächlich oft sehr nah am Gegner. Aber in den normalen Missionen, wo du also echte Spiele hast, bist du zum Teil einfach auch weit weg. Und, ja. Dann nehmen die dich sozusagen auseinander, bevor du auch nur annähernd in die Nähe der in die Nähe kommst, um da jetzt mit, um in die Schrotflintendistanz zu kommen. Entschuldigt. Ja, ja, so. Irgendwie fällt mir gerade auch das Denken ein bisschen schwer. Ich hoffe, das verbessert sich noch ein bisschen. Sonst wird das auch nicht so erfolgreiches Spiel. Also, das ist halt das. Boink, sorry. Das ist halt das mit Schrotflinten, wo ich ein Problem habe. Weil du eben mitunter einfach zu weit weg bist. Die kommen da lang. Upp, der ist auch weg. Da war ich zu weit. Ja. Okay, die knallen die weg, bevor ich überhaupt in der Nähe bin. Hey, da ist noch einer. Ja, genau. Was soll's? Könnt ihr mal gucken, was die für Power Scores haben? 4, 3, 4, 4, 5, 8 fast, ja. Das ist halt wirklich was, wo ich mit Missionen halt sagen muss, bis jetzt sind Schrotflinten nicht so richtig mein Typ. Vielleicht ändert sich das, vielleicht funktioniert das ja mit diesem Ding tatsächlich gut. So, weg.
weg. Verteidigen erfolgreich. Wo ist der nächste? Na, bin jetzt hängen geblieben hier. Er steht da oben. Ich hoffe, ich kann hier runterspringen. Juhu! Ja. Dump. Okay. So, dann gucken wir mal. Die können ja im Prinzip jetzt nur von da und von da kommen. Dann warten wir mal. Ja. Also in Raids ist es anders. Vor allem, das ist ja jetzt das einfache Raid da. Also, das, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jemals das Level 1 Raid verloren habe. Bei den höherwertigen Raids kommt das durchaus mal vor. So, die sind jetzt alle noch da und wir warten einfach mal, ob von hier was kommt. Das wäre nämlich interessant. Wenn die alle von da kommen, dann... Ja, jetzt kam von da einer, ne? Wer? Der Endgegner ist nah. Na, dann warten wir mal. 84%, ja. Ja, komm, komm, komm. Manchmal hat man vom Gefühl trifft man manchmal überhaupt nicht. Auch weg. Okay. Hier muss einer aufhelfen. Ist der schon zu weit weg. In der Luft. In der Luft. Geil. In der Luft zerlegt. Ja, wie gesagt, das ist halt relativ easy. Zerstöre 12 von 50, ja. Da können wir ein paar davon machen. Dann haben wir auf jeden Fall das ganz locker drin. Ne? Ziele, Tagesziele? Das Tagesziele? Also, weiß nicht genau. So, mal gucken, wo das ist. Ich glaube, dass man hier in der Mitte startet, ist auch neu. Schuhu. Wahrscheinlich weg, bevor ich auch nur... Oink. Ah, weg. Wie wild rumzuballern, wenn da noch gar kein Gegner ist. Das ist nur total verwirrend. So. Hier ist noch einer. So. Den nehmen wir auch noch mit. Den habe ich da liegen gelassen vorhin, weil der war, sah so kaputt aus, dass ich dachte, den kann ich ignorieren. Dann kümmere mich lieber erstmal um die anderen, die was war das gerade? Dann kümmere mich lieber erstmal um die anderen, die Schaden machen können. So, weg. Bleib mal schön da.
Hier kommen noch mehr. Boink. Hin. Slalom. Also man kann ganz schön ins Schlingern kommen. Und das hat da auch einer in irgendwelchen Kommentaren geschrieben. Also vom Bremsen her ist es eine Katastrophe. Wo kommt der her? Das, so haben wir nicht gewettet, Kollege. Also einzige Möglichkeit, schnell zu bremsen, ist irgendwo gegen zu knallen. So, Verteidigung erfolgreich. Super. Also wenn man tatsächlich nah genug rankommt, was man bei den KI-Gegnern locker schafft, bei den anderen allerdings nicht, also oder vom Gefühl her halt oft nicht, dann macht man natürlich richtig Schaden. Das ist tatsächlich so. Problem ist halt wirklich, wo sind die anderen? Ach, da unten. Du brauchst nicht auf mich schießen. Was soll das? Verkleiden die Gegner 4? Verkleiden die Gegner 3? Wo sind die anderen 2 Gegner? Manchmal liegt irgendwo einer und dann denkst du so, hä? Der verhakt sich dann irgendwann und kommt nicht. Das ist dann auch kurios. Einfach hier wirklich Kamikaze-mäßig. Sieg. Mal gucken. Ja, schön. Schön, schön, schön. Und am meisten Punkte bekommen. Nett. Das machen wir nicht nochmal. Das werde ich nachher nochmal machen. Wir speichern das Ding erstmal unter Hepsorero. Ich weiß gar nicht, ob ich es da gespeichert hatte. Und dann gehen wir nämlich mal in eine Mission rein, und zwar in die hier, und machen das Ganze jetzt mal gegen echte Gegner. Und gucken mal, wie wir uns da schlagen. Es hatte schon ein paar Spiele gemacht und es war sehr, sehr durchwachsen. Also zum Teil sehr gut geklappt, zum Teil ganz mies. Ja, deswegen, da drüben kommen welche. Bin gerade am Überlegen, ob wir mal zurück zur Basis fahren. Und dem Typen, der hier drüben steht, ein bisschen mit Deckung geben. Der wird nämlich sonst gleich überrannt. Vermute ich mal. Warten wir einfach mal, ob die hier gleich ankommen. Und gleich reinpreschen. Aber das trauen sie sich anscheinend nicht. Da kommen sie jetzt. Jetzt geht's los.
nicht so wirklich. Wir warten noch. Es ist eben halt den Fernkampf, den die hier alle machen, den kann ich nicht mitmachen. Habe ich keine Chance. Bin ich nicht in der Lage zu. Solange wieder alle da, alle hinten sich irgendwo verstecken. So. Wer auch immer jetzt den Kill gekriegt hat, ich würde gerne, dass es auch Anzeigen gibt, wie viel Damage hat man gemacht. Also das ist was mir wirklich, wirklich fehlt. Weil du dann... Kommt einer? Weil du dann mal sehen kannst, ich glaube nämlich, diese jetzige Statistik ist extrem... ist extrem ungenau. Weil... ja, nicht der wirklich die meiste Damage macht, kriegt den Kill. Oh oh. Ich hab nichts mehr. Und... Boom. So, ha! Hab ihn noch zerstört. Nicht der die meiste Damage macht, kriegt den Kill, sondern der den tatsächlichen Todesschuss absetzt. Und da finde ich, könnte es eine, ja gut, könnte es eine deutlich sinnvollere Punkteverteilung geben für, ja, tatsächlich auch Schaden, den man macht. Unterstützung für so Statistik. Wir sind Erster, haben richtig gut Punkte gemacht. Wir haben uns aber auch ganz lange zurückgehalten. 2 zerstört, 1 Hilfe, aber ja, verloren. Wie gesagt, es ist halt ein Teamspiel. Und ja, was nützt dir das? Selbst wenn du super, super, super gut spielst, aber dein Team, sagen wir mal, nicht ganz so gut ist, dann, und das gefühlt hat man das leider viel zu oft, oder das ist mein Gefühl aus den letzten Sachen, dass es viel zu oft das Team nicht so richtig gut ist. Es ist da auseinandergeflogen. Okay, so, jetzt bleiben wir im Kreis. Da ist einer, da kommt einer. Den auseinandergenommen. Das war ich jetzt nicht. Jetzt müssen wir dringend hier mal in den Kreis rein. Wow, das hat aber gerade extrem geruckelt. Oh nein, ich komme nicht. Mist. Mist, ich komme nicht hoch. So ein Mist, ich komme nicht hoch. Wow. Weg. So, und wieder in den Kreis hoch. Und wo ist er? Da. Ja. Da ist er. Da lang. Bums, das war's. Yeah, cool. Sieg. Das hat ganz gut geklappt. Mal gucken. Naja, deutlich weniger Punkte. Also Erster bin ich nicht nach Punkten. Aber... ist okay. Ja, ist okay. So, ein Spiel machen wir noch. Also es funktioniert, wobei, nee, halt, ich gehe mal zurück zur Garage. Das ist ja ein Bild und ich habe, und das will ich mal ausprobieren,
Mittlerweile zwei dieser Wasps. Und die müssten, wenn ich mich nicht verzählt habe, müsste ich beide auch hier raufkriegen. Ich weiß gar nicht, ob ich dann noch irgendwas mit Energie frei habe. Habe ich noch eine Energie, habe ich noch frei. Jetzt habe ich natürlich nicht gleichmäßig positioniert. Habe ich die jetzt... ich muss noch mal gucken. Sekunde. Quatsch. Tab. So, das. So und... So. Jetzt habe ich noch einen frei. Ich weiß gar nicht, was ich noch einbauen könnte für einen. Ich glaube, ein Wagenheber. Warum nicht? Wenn er drauf geht, geht er drauf, aber ist mit Sicherheit jetzt nicht optimal positioniert. Das ist jetzt nur mal, um es halt, um es überhaupt zu testen. So, und dann machen wir, welcher ist es denn das? Das ist der, genau. Dann legen wir die auf links und rechts halt so rum. Und gehen damit mal in Gefecht. Und gucken mal, wie die funktionieren. Ob das besser geht. Die machen, wenn sie treffen, unglaublich viel Schaden. Haben aber auch, das habe ich schon festgestellt, einen ziemlichen Spread. Also zum Teil schießt du unglaublich daneben. Selbst wenn du stillstehst. Ja. Isabella wurde zerstört. Ich hab die zerstört? Krass. Sehr interessant. Wow. Wieso bin ich da gerade so schräg gefallen? Okay, das Ding geht nicht gerade auseinander. Warten wir das noch ab. Stimmt, ich kann auch noch was raufmachen, was mir so ein paar Prozent mehr Erfahrungspunkte gibt. Ich habe jetzt auch keine Waffen mehr. Bombs weg. Na gut, das ist natürlich, wenn man so am Anfang rauf geht, das ist echt mies. Und der ist weg. Bomb. Einen haben wir noch. Der wird gerade auch auseinandergenommen. In kürzester Zeit. Ja. Nein, da haben sie irgendwie abgeschossen und da war er weg. Niederlage. Mal gucken, wie wir von Punkten da stehen. 133. Bin Zweiter mit 133 Punkten. Okay. Ja, das war... Interessanterweise hatte ich einen Abschuss. Bin aber leider irgendwie viel zu schnell draufgegangen. Vor allem, weiß ich gar nicht, ob ich da irgendwo gegengefahren bin, dass ich auf einmal so nach rechts gedrückt, gezerrt, was auch immer wurde. Fahrphysik ist nicht 100% die Stärken des Spiels, Bremsen schon gar nicht. So, ich mag diese Karte nicht, muss ich mal ehrlich sagen. Diese Karte ist, also mein Favorit ist sie nicht. Gebe ich so ganz deutlich zu. So, juhu, kommt mal her. So. Ja, schön. Schön da lang gefahren. Was machen die gerade?
Die umzingeln uns hier gerade. Für das ist euch bewusst. Ich weiß nicht, wo ihr hin wollt, aber wir werden hier gerade. Aber ich will hinterher. Ja. Das war jetzt, glaube ich, gerade unser dritter Kill, oder? Irgendwo, da ist noch was. Ich habe gerade was gesehen hier. Wo bist du? Ja. Uah. Sieg. Cool. Sehr schön. Und da soll mal einer sagen, das funktioniert nicht. Dritter von Punkten her, drei Abschüsse. Nett. So, machen wir noch eins. Dann ist eine halbe Stunde rum. Ja. Vielen Dank im Übrigen für den Bild. Ja. Auch wenn ich ihn jetzt so umgebaut habe und vom Gefühl her finde ich, komme ich mit irgendwas, was ein bisschen auf die Ferne, zumindest eine Chance hat, Chancen zu Schaden zu machen, besser klar. Aber das wird sich dann im Detail noch zeigen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir den Schrotflintenbild ja gespeichert und werde ihn, denke ich, auch sag schon, für Raids auf jeden Fall nutzen. Hier fliegen schon irgendwelche Raketen durch die Gegend. Hey, nicht mich abschießen. Ein bisschen Bammel, da jetzt lang zu fahren. Ich vermute mal. Boah, ich habe gerade beide abgeschossen und nicht richtig viel Schaden gemacht und werde hier gerade böse auseinandergenommen und habe schon keine Waffen mehr. Ja, genau. Ja, das war's. Das war's. Gut. Irgendwie. Manchmal ist es so. Es ist unglaublich. Unglaubliches Glück. Ich habe auch gerade bei Maschinengewehren zum Beispiel manchmal das Gefühl, man schießt ist direkt vom Gegner und der zählt. Die zählt das nicht. Also man sieht keine Schadensanzeige. Ja. Aber das werden wir hoffnungslos verlieren hier. Also so wie es aussieht, wir haben nur noch zwei Leute. Das ist also jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Mal gucken, ob wir Basiseroberung oder alle Spieler draufgegangen sind, verlieren. Ja, Basis erobert. Gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Werde noch ein bisschen spielen. Macht mir so zumindest ein bisschen Spaß. Werde vor allem ein paar Raids machen, dass ich diese Tagesziele da schaffe. Und ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr von dem Bild haltet. Vielleicht habt ihr Alternativideen, was Bewaffnung betrifft. Ich habe jetzt halt nicht die super guten Waffen, aber ja, schreibt es einfach mal rein und dann bis zum nächsten Mal.